Sonnenwärmekraftwerk. Was sind solarthermische Kraftwerke? Es sind Energieerzeuger, die Sonnenstrahlen über Parabolspiegel bündeln und auf einen Punkt konzentrieren. Durch diese kann das Sonnenlicht um das Tausendfache verstärkt werden. Dort wird in einem Keramikabsorber Wasser erhitzt, das dann als Wasserdampf in Turbinen elektrische Energie erzeugt. Für einen höheren Wirkungsgrad und dauerhaftere Energieversorgung über die Nacht wird Öl verwendet. Welche Vor- und Nachteile gibt es? Vorteile sind die Umweltfreundlichkeit, die Ressourcenschonung, die Wüste wird nutzbar gemacht, die Bebauung von 0,5% der Fläche bedient den weltweiten Energiebedarf und die regelbare Netzstabilität. Nachteile sind die langen Transportwege, der hohe Energieverlust und die hohen Wartungskosten im Vergleich zur Photovoltaik. Welche Leistung kann erbracht werden? Je nach Größe kann es effektiver als Photovoltaik sein. Diese produzieren in der Regel 5 bis 250 Megawatt. Das derzeit leistungsstärkste Sonnenwärmekraftwerk kann 392 Megawatt liefern und steht in Kalifornien. Es liefert Strom für 140.000 Haushalte. Das leistungsstärkste Atomkraftwerk liefert vergleichsweise 1750 Megawatt. Wie sieht die Zukunft aus? Schon heute sind weltweit 60 solarthermische Kraftwerke am Netz. Bis 2020 sind solarthermische Kraftwerke mit einer Leistung von 23,4 Gigawatt geplant.